Wir haben in den letzten Wochen das Essen auf unterschiedlichen Festivals getestet. Gerade sind wir auf dem Deichbrand-Festival. Es ist ein bisschen nass, aber ich würde sagen, starten wir direkt mit dem ersten Spot. Frauenfeld, seid ihr gut drauf oder was? Stimmung ist echt krass. Nett, schön hier, ganz nett. Der Stand hier hinter mir lacht mich schon die ganze Zeit an. Er heißt Sam's Mini Donuts, also es gibt da so Mini Donuts. Ich würde sagen, da ziehen wir uns jetzt mal 8 Stück. Keine Ahnung, wie viel es sind, aber ich will auf jeden Fall welche. Man konnte einfach nur auf Englisch bestellen und ich habe sie einfach nicht richtig verstanden. Obwohl ich Englisch kann, ne? Die meinte bei der Vanillesoße so, say stop. Ich einfach nur gelächelt, gewartet, sie unangenehm berührt, weil sie schon so viel Soße reingekippt hat. Ja, never mind. Ja, ein guter halber Liter, würde ich sagen. Ist so frittierter Teig. Was? Mit Zimtzucker und Vanillesoße. Nein, wirklich. Ist eigentlich ganz geil, ist richtig schön fettig. Schön fettig, süß natürlich. Also mundet mir schon, ja. Ich meine, was soll ich jetzt großartig sagen? Vanillesoße schmeckt sehr vanillig. Würde ich mir nochmal holen. Nur nicht für 9 Schweizer Franken. Vielleicht ist schon viel. Aber wir sind halt auch in der Schweiz. Aber für die Festivalpreise nicht. Ist eigentlich okay. Ist okay. Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 ist schon eine solide 7,5. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Als nächstes checken wir mal den Gourmet-Dogs-Stand aus. Ich muss sagen, der hat mich schon die ganze Zeit angelacht. Und das Coolste an diesem Stand ist, dass es jedes Hotdog auch mit einer vegetarischen Wurst geht. Was für uns ganz cool ist. Außerdem mit Hackfleisch. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Aber ich wollte sowieso einen anderen Test. Kommen wir mit? Kommen Sie mit? Dann haben wir einmal klassisch. Ist halt ein bisschen langweilig so. Dann haben wir Raclette à la Schweiz. Aber ich bin nicht so ein Fan von Raclette-Käse generell. Ich schon. Ja, dann nimm du ihn doch. Nee, ich möchte jetzt nichts Herzhaftes. Wir nehmen den hier. Den Hub aus Tijuana. Kleiner Tipp so. Guacamole generell immer mit Mayonnaise machen. Kleiner Tipp. Schmeckt besser. Halt dein Maul einfach. Wollte ich nur gesagt haben, ne? Ey, ich will hier so ein bisschen Mehrwert vermitteln. Dankeschön. Danke. Hast erstmal gekleckert, Fabian. Das muss ich auf Kamera festhalten. Fabian hat gekleckert, wie immer. Und Mund ist auch schon wieder dreckig. Also alles beim Alten. Also dieses warme Brot in der Kombination mit der Wurst, der Guacamole und den crunching Chips, voll gut. Und zusammen mit dieser frischen Paprika rundet es das sehr gut ab. Also auf jeden Fall ein sehr guter Hotdog. Ich muss auch immer so im Rahmen vom Festival bewerten noch. Ja, also für Festival-Food, was ich sonst so gegessen habe, sehr gut. Ich würde es ja auch in der Stadt kaufen. So, ich habe auch ewig keine Hotdogs mehr gegessen. Das ist auch so ein bisschen so ein underrated Food, so ein Hotdog. Weil irgendwie isst man das nie. Und wenn, dann isst man es in so einem knatschigen Brot, was irgendwie nicht ganz so geil ist. Ja. Also ich gebe dem Ganzen in der Kombination und auch mit Berücksichtigung dessen, dass wir auf einem Festival sind, 8,5 von 10 Sternen. Wir haben 2 Supermärkte durchgesucht für Geburtstagskuchen. Das ist alles, was es gibt. Mehr gibt's nicht. Ich bin ja schon zufrieden. Die Tiefkühltheke, die müsst ihr ja nochmal zeigen. Das ist nix. Ein Kuchen. Ja, der ist aber scheiße. Ja, das sind alle Kuchen, die es gibt. Ich liebe die Kuchenauswahl in Deutschland, die ist viel besser. Eigentlich wollten wir die Benjamin Blümchentorte. Gibt's ja aber nicht. Wir gehen jetzt Kuchen verteilen. Ist actually good. Ja? Ja. Das ist gut. Von 1 bis 10? 8,9. Also für einen gekauften Kuchen ziemlich stark, würde ich sagen. Romantisches Kuchen-Date zu zweit hier. Es ist heute wirklich so warm. Es hat mindestens 40 Grad so gefühlt hier in der Sonne. Dadurch hat man nicht so wirklich viel Hunger. Aber es gibt hier einen Pasta-Stand, den ich unbedingt probieren muss. Denn hier gibt es nicht nur normale Pasta, sondern hier gibt es auch Trüffelpasta. Ist eigentlich nicht so das Ding auf einem Festival, aber gerade deswegen müssen wir es jetzt unbedingt ausprobieren. Könnte ich eine Portion Trüffelpasta haben? Eine Portion Trüffelpasta, was sieht ihr? Hier haben wir unsere Pasta jetzt auf jeden Fall bekommen. Und als erster Eindruck muss ich sagen, man riecht schon so eine leichte Trüffelnote, aber ist, glaube ich, nicht so trüffellastig. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, weil so ein starker Trüffelgeschmack ist jetzt auch nicht so geil. Trüffel ist auch nicht alles. Ich muss sagen, so ein bisschen mehr Cremigkeit hätte ich mir noch gewünscht. So. Also so ein bisschen soßiger noch. Aber ich finde, der Trüffel kommt eigentlich schon relativ gut durch und ist auch genug. Also mehr braucht man eigentlich nicht. Ist schon so eine gute Trüffelnote. Ich würde sagen, an die Trüffelpasta im Cocodrillo oder im Georgia oder so kommt jetzt vielleicht nicht direkt ran. Aber für so ein Festival-Ding finde ich schon ziemlich geil eigentlich. Ich finde an sich schon die Idee, Trüffelpasta zu verkaufen, ziemlich geil. Und so teuer, muss man sagen, war es jetzt für die Festivalpreise hier auch nicht. Waren 15 Franken. Aber du zahlst hier für alles 13 aufwärts. Alles voll okay. Bin überzeugt.
Ich glaube, wir haben noch kein Rezept so häufig gekocht wie Churros und deswegen würde ich behaupten, sind wir da schon auch Experten auf dem Gebiet. Und jetzt schauen wir mal, was die Schweizer da so drauf haben und wie Schweizer Churros auf dem Frauenfeld schmecken. Auf jeden Fall schön knackig, ein bisschen Salz fehlt. Ansonsten schön knackig. Schön knackig. Aber Schokosauce ist ein großes Upgrade. Ohne Schokosauce 7 von 10 mit 8,5. Falls ihr euch wundert, dass es hier vielleicht ein anderes Festival ist als bei den anderen Spots, wir haben Festival gewechselt auf das Deichbrand. Deswegen regnet es hier auch gerade. Mega! Aber es ist trotzdem super cool hier und wir haben hier gerade einen Stand gesehen, der verkauft Knobi-Brot im Italia-Style mit Rucola, Tomaten und Mozzarella und den müssten wir unbedingt ausprobieren. Deswegen schauen wir da jetzt einfach mal hin. Ja, mit diesem Mikrofon fühle ich mich voll cool irgendwie. Das Festival ist übrigens sehr cool, weil es hat ein Riesenrad. Frauenfeld, fehlt euch noch was, ne? Für nächstes Jahr erwarte ich ein Riesenrad. Hallo, wir hätten gerne einmal ein Knobi-Brot Italia. Dankeschön. Wie gesagt, dass jemand vorbeigelaufen, der dieses Brot hat und ich war nur so, boah, das sieht schon sehr gut aus, das brauchen wir auch. Also, erster Eindruck ist auf jeden Fall, es sieht sehr lecker aus und für 9 Euro auch relativ groß, so Festivalpreis sowieso immer ein bisschen teuer, aber da wird man auch gut von satt, glaube ich. Es schmeckt auf jeden Fall sehr gut, das Brot ist leider ein bisschen weich und kein Sauerteig, was der Philipp jetzt hier bemängeln würde. Ansonsten, ne, ist es auf jeden Fall sehr lecker, das ist hier auch wirklich meckern auf hohem Niveau, vor allem dafür, dass wir auf einem Festival sind. Ich gebe dir total recht, Brot ist sehr weich, das hätten die einfach noch so ein bisschen angetoastet oder so, dann wäre es definitiv noch besser, aber ja, sehr, sehr geil, sehr, sehr lecker, würde ich mir auch nochmal holen so. Also wir haben ja auf dem Frauenfeld-Festival schon die Trüffelpasta getestet und hier habe ich jetzt gesehen, dass es auch eine Trüffelpasta gibt und dann müssen wir die auch mal testen und die im direkten Vergleich bewerten und zudem gibt es auch noch Pesto-Pasta, die nehmen wir auch noch, weil wir sind zwei und haben Hunger und Pesto immer lecker natürlich, ne? Deswegen stehen wir uns jetzt an. Also hier einmal die Pesto-Pasta mit Parmesan und Pesto. Ja, das wird jetzt eine koordinative Meisterleistung, mal wieder mit dem Mikrofon. Also das Pesto ist auf jeden Fall sehr gut, schön salzig, Basilikum, alles dran, das ist richtig nice. Die Nudeln sind irgendwie so ein bisschen weich, aber ich glaube, die sind schon selber gemacht. Also ich weiß nicht, eigentlich kann man frische Nudeln gar nicht überkochen. Vielleicht ist auch einfach der Teig relativ weich oder so, aber ist geil, ist sehr lecker. Ich würde jetzt so spontan mal sagen, ist das schon eine solide 8,2 von 10. So langsam werde ich zum Trüffelexperten hier und übrigens hier mal ganz kurz, hier wurde so ein riesiger Ballen Parmesan übrig gelassen, das ist sehr toll. Dann hatten sich die 11 Euro gelohnt. Auch günstiger als auf dem Frauenfeld, war aber auch die Schweiz natürlich. Es kann auf jeden Fall nicht viel schlechter werden als meine letzte Trüffelpizza. Das war wirklich ein Desaster. Also Nudeln sind auf jeden Fall ein bisschen weicher, aber die schmecken auf jeden Fall ein bisschen intensiver nach Trüffeln, aber auch nicht so crazy intensiv, also es ist noch okay. Ich glaube, die sind ein bisschen grober gerieben als das letzte. Okay, also wenn es jetzt wirklich um Trüffelpasta geht, würde ich sagen, dass die Pasta hier auf jeden Fall besser ist, weil sie doch noch ein bisschen intensiver nach Trüffel schmeckt als die letzte. Die letzte hatte nur so eine ganz feine Note Trüffel und war eigentlich eher so eine Sahnesoße. Und auch generell ist es eigentlich schon eine gute Pasta, das mit den Nudeln stimmt natürlich, sind ein bisschen weich, aber ich würde sagen, 11 Euro ist auch fair, weil den 1 Euro für Trüffelpasta Aufpreis zu zahlen ist relativ wenig für Trüffel eigentlich noch. Dafür, dass sie relativ intensiv schmeckt und hier auch wirklich echte Trüffelstücke drin sind. 9,3 von 10 würde ich sagen. Und das war's auch schon wieder mit dem Video, Freunde. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und nochmal ein ganz dickes Dankeschön an alle Festivals, auf denen wir sein durften.